Herzlich willkommen im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. Und willkommen im siebten Input-Block zum Thema Frame-Semantik. Hier sehen Sie die Literaturgrundlage für die heutige Sitzung. Ich möchte heute anders als sonst vorgehen. Ich möchte in die Frame-Semantik einleiten, indem ich an Beispielen vorführe, wie man Frame-Semantik betreibt. Und erst danach werde ich allgemein, abstrakt und vergleichend über diese semantische Theorie sprechen. Im Seminarprogramm befinden wir uns noch immer bei den lexikalischen Bedeutungen, den Wortbedeutungen. Wie analysiert oder ermittelt man mit der Frame-Semantik Wortbedeutungen? Man bildet eine erste Arbeitsgruppe, die sogenannte Vorhut. Die Vorhut macht sich Gedanken darüber, welche Wörter oder Lexeme sie analysieren möchte und trägt anhand von Wörterbüchern und anhand von systematischen Korpusrecherchen zusammen, welche Bedeutungsvarianten diese Wörter aufweisen. Nehmen wir beispielsweise das Wort fremd, ein deutsches Adjektiv. Wenn man in Corpora recherchiert, findet man beispielsweise solche Belege wie hier, in denen vom Zuzug fremder Arbeitskräfte die Rede ist, davon, dass man etwas in fremde Hände gibt, davon, dass ein fremder Mann sie ansprach und davon, dass das ein fremder Zug an ihm ist. Wir verstehen mühelos, was hier mit fremd gemeint ist, auch wenn wir nicht genau wissen, wofür die Pronomen genau stehen. Wie viele Lesarten von fremd haben wir hier vorliegen? Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das diese Belege auch aufführt, gibt hier 4 Bedeutungsvarianten an. Für die fremden Arbeitskräfte, leicht von mir abgekürzt, aus einem anderen Land, von einem anderen Ort oder ähnlichem stammend. Für etwas in fremde Hände geben die Bedeutung nicht sein eigen. Für den fremden Mann die Bedeutung nicht bekannt und für den fremden Zug an ihm die Bedeutung nicht zu jemandem oder etwas passend. Alle auffindbaren Belege von fremd sollten einer dieser 4 Lesarten zuordnenbar sein. Das heißt, wir als Vorhut, als erste Arbeitsgruppe, finden nach unserer abgekürzten Recherche 4 Bedeutungsvarianten für fremd. Wir nehmen also auch 4 lexikalische Einheiten oder LEs an. Fremd 1 bis Fremd 4. Die nächste Aufgabe der Vorhut ist es, einen neuen und vorläufigen sogenannten Bedeutungsrahmen für die lexikalischen Einheiten oder LEs anzulegen. Diese Bedeutungsrahmen werden auch Frames genannt. Wenn wir schon Frames gesammelt und dokumentiert haben, würden wir mit einem späteren Schritt fortfahren und hier nur überlegen, welchem schon existierenden Frame unsere LEs zugeordnet werden kann oder können. Wir beschränken uns beim Anlegen eines Frames jetzt auf die erste Bedeutungsvariante von fremd, nämlich aus einem anderen Land oder ähnlichem stammend. Wir wollen jetzt also einen Frame, einen Bedeutungsrahmen für Fremd 1 anlegen. Wir wissen zwar noch nicht, was so ein Frame überhaupt ist, aber wir können schon einmal aufzählen, was alles zu einem Frame gehört. Das ist nämlich erstens eine Definition des Frames, zweitens Angaben und Erläuterungen der einschlägigen Frame-Elemente, FE, die Liste der lexikalischen Einheiten, LE, die den Frame aufrufen, viertens Frame-zu-Frame-Beziehungen und fünftens Details und Beispiele zur Annotation. Nicht alles davon übernimmt schon die Vorhut, aber die Definition gehört auf jeden Fall dazu. Und eine solche nehmen wir jetzt für das Lexem Fremd 1 auch vor. Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt etliche Belege in sprachlichen Korpora gefunden,
die die gleiche Lesart für fremd aufweisen wie unser Beleg der Zuzug fremder Arbeitskräfte. Dann könnten wir jetzt daran gehen, die Bedeutung von fremd in diesen Belegen so zu beschreiben, dass sie allgemein genug sind, um alle Belege abzudecken, und restriktiv genug, um Wörter mit anderer Bedeutung nicht abzudecken. Diese Beschreibung nennen wir Frame. Wir können ihn indigene Herkunft nennen und ihn in etwa so beschreiben. Eine Entität hat ihre Existenz im Kontext eines Herkunftsorts begonnen, der im gegenwärtigen Diskurs einen relevanten Ort oder eine relevante Kultur darstellt. Wir können schon einmal feststellen, dass diese Beschreibung nicht nur die Bedeutung eines isolierten Wortes fremd erfasst, sondern gewissermaßen die Bedeutung von fremd in dem Kontext, in dem es auftritt. Zwei Ausdrücke dieser Frame-Beschreibung sind eingefärbt. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Wir springen kurz aus unserer Rolle als Vorhut bei der Frame-Analyse heraus. Tatsächlich wurden für deutsche Lexeme schon viele Frames dokumentiert und tatsächlich auch für unsere vier Lesarten von Fremd. Jede davon ist einem anderen Frame zugeordnet. Zurück in unsere Rolle als Vorhut. Stellen Sie sich vor, wir würden nicht nur Belege von Fremd sammeln, um seine Bedeutung frame-semantisch zu dokumentieren, sondern auch von Fressen. Hier ist der Beleg, das Pferd frisst sein Futter. Auf Basis zahlreicher Belege können wir den Bedeutungsrahmen von Fressen in einem Nahrungsaufnahme-Frame etwa so beschreiben. Ein Ingestor konsumiert Lebensmittel oder Getränke, Ingestibles. Was bedeutet, dass diese in den Mund oder ins Maul geführt werden, um sie an das Verdauungssystem weiterzugeben? Dies kann durch die Verwendung eines Hilfsmittels unterstützt werden. Sie sehen vielleicht schon, dass dieser Frame nicht nur Raum für die Wortbedeutung von Fressen liefert, sondern auch etwa für Essen oder Trinken oder Saufen. Die Vorhut hat, sofern sie einen neuen vorläufigen Frame anlegt, auch noch die Aufgabe, die einschlägigen Frame-Elemente anzugeben und zu erläutern. Was sind Frame-Elemente? Frame-Elemente sind in den Frame-Beschreibungen die semantischen Rollen, die die Leerstellen besetzen, die von lexikalischen Einheiten, den LEs, eröffnet werden. Lexikalische Einheiten, Wörter, eröffnen also Leerstellen. Das ist Ihnen wahrscheinlich schon als Valenz bekannt. Und diese Leerstellen werden in den Frames von semantischen Rollen besetzt. Und zwar durch die Frame-Elemente. Dabei unterscheidet man Kern-FEs, periphere FEs und extrathematische FEs. Kern-FEs sind solche, die notwendig und konstitutiv für die Bedeutung einer lexikalischen Einheit sind. Im Falle von Fressen sind das, vorläufig gesprochen, ein Fresser und etwas Gefressenes. Periphere Frame-Elemente treten fakultativ auf und extrathematische Frame-Elemente bilden äußere Angaben zu dem ganzen Frame, solche, die auch bei anderen Frames auftreten könnten. Wir haben schon Frame-Elemente gesehen, beispielsweise hier im Nahrungsaufnahme-Frame. Die eingefärbten Ausdrücke in den Frames sind nämlich die Frame-Elemente. Im Falle des Bedeutungsrahmens, den Fressen evoziert, sind das ein Nahrungsaufnehmer, Ingester, und ein Nahrungsmittel, die Ingestibles, sowie ein Hilfsmittel oder Instrument. Das ist etwas allgemeiner als Fresser und Gefressenes, und wieder sehen Sie, dass das auch Raum für einen Esser, Trinker oder Säufer sowie Gegessenes, Getrunkenes und Gesoffenes lässt. Die lexikalischen Elemente selbst sind frame-evozierende Elemente. Frame-evozierende Elemente wie fremd oder fressen sind also die lexikalischen Einheiten, die einen Bedeutungsrahmen mit Leerstellen für semantische Rollen überhaupt in unserem Kopf hervorrufen.
Auf der anderen Seite entfalten lexikalische Elemente ihre Bedeutung grundsätzlich erst relativ zu Bedeutungsrahmen mit ausgefüllten Leerstellen. Ohne ihren Frame sind lexikalische Elemente bloß unkonkrete Bedeutungsgerüste. Im Falle unseres Belegs, das Pferd frisst sein Futter, ist das Frame-evozierende Element natürlich frisst bzw. fressen und der evozierte Frame ist der Nahrungsaufnahme-Frame. Bei unserem indigene Herkunftsframe sind die Frame-Elemente Entität und Herkunftsort und das Frame-evozierende Element ist natürlich die lexikalische Einheit Fremd selbst. Dabei sind die Entität und der Herkunftsort Kern-Frame-Elemente, weil ohne sie die Bedeutung von Fremd nicht denkbar ist. Die Frame-Elemente werden von der Vorhut beschrieben. Im indigene Herkunftsframe ist die Entität das Objekt, dessen Ursprung zur Diskussion steht, und der Herkunftsort ist der diskursrelevante Ort oder die Kultur, an dem oder in der die Entität hervorgebracht wurde. Beim Nahrungsaufnahme-Frame sind die Kern-Frame-Elemente der Nahrungsaufnehmer und die Nahrung selbst. Sie sind hier auch beschrieben. Das Lebewesen, das isst oder trinkt, kann auch sagen frisst oder säuft, und die Nahrung sind die Entitäten, die vom Nahrungsaufnehmer konsumiert werden. Der Frame stellt den Rahmen dar, in dem sich lexikalische Bedeutungen überhaupt erst entfalten. Wir haben schon gesehen, dass der Nahrungsaufnahme-Frame neben Fressen beispielsweise auch für Essen gilt. Es ist jetzt so, dass manche Frame-Elemente stabile Standardwerte haben, während andere Frame-Elemente variable Werte haben. In Bezug auf Fressen ist es so, dass der Nahrungsaufnehmer, der Ingester, auf nichtmenschliche Lebewesen eingeschränkt ist und die Nahrung, die Ingestibles, umfasst neben den typischen Lebensmitteln alles, was irgendein Wesen verdauen kann. Motten fressen beispielsweise Wollstoffe und Silberfischchen fressen Kleister. Die peripheren Frame-Elemente sind beispielsweise das Hilfsmittel oder Instrument, mit dem absichtlich Handlungen ausgeführt werden, was natürlich auf das Essen und Fressen anwendbar ist, aber auch Art und Weise, Ort und Quelle. Auch diese Frame-Elemente können durch ein lexikalisches Element in seinen Ausprägungen eingeschränkt werden. Fressen unterscheidet sich von Essen unter anderem dadurch, dass das Frame-Element Art und Weise, Manner, keine Restriktionen vorsieht. Bei Essen gibt es solche Restriktionen und erst wenn gegen sie verstoßen wird, kann man von Fressen sprechen. Bei Hilfsmittel oder Instrument, Ort, Zeit und Quelle bleibt Fressen auch relativ unbestimmt, anders Essen. Hier schränken kulturelle Gewohnheiten und Normen die erwartbaren Werte stärker ein. Aus einem Trog mit einer Schaufel kann man eher nicht essen. Die peripheren Frame-Elemente von Fressen oder von Eben hängen semantisch noch klar mit der lexikalischen Bedeutung von Fressen zusammen, aus was und womit beispielsweise gefressen wird. Extrathematische Frame-Elemente weisen diesen Zusammenhang nicht auf. Sie sind sozusagen akzidentiell, wie beispielsweise die Spezifikation bei schlechtem Wetter. So, die Vorhut hat nun vorläufige Frames angelegt und vorläufig auch deren Frame-Elemente identifiziert und beschrieben. Nun nimmt eine zweite Arbeitsgruppe ihre Arbeit auf, die Annotation. Die Annotation annotiert nun nach einheitlichen Kriterien alle Belegstellen zu einem lexikalischen Element hinsichtlich dessen Frame-Elemente, das heißt der semantischen Rollen der Frame-Elemente, der syntaktischen Funktionen und der Phrasentypen. Hier kann es sein, dass sich so etwas wie gemeinsame Frame-Elemente über verschiedene Belegstellen eines lexikalischen Elements wie fremd erst herausstellen.
so dass es nötig wird, die vorläufigen Klassifikationen der Vorhut zu überarbeiten. Zur Erinnerung, hier ist nochmal der Frame indigene Herkunft und unser Beispielbeleg, der Zuzug fremder Arbeitskräfte. Und hier die Kern-Frame-Elemente, Entität und Herkunftsort. In der Annotation würden wir jetzt die Belege dahingehend annotieren, welche Ausdrücke im Beleg die Kern-Frame-Elemente, also die semantischen Rollen im Frame, ausfüllen. Im Falle von der Zuzug fremder Arbeitskräfte würde Arbeitskräfte das Frame-Element Entität instanziieren und ein Null-Element würde das Frame-Element Herkunftsort instanziieren. Lautete der Beleg der Zuzug fremder Arbeitskräfte aus Südosteuropa, würde Südosteuropa als dieses Frame-Element fungieren. Herkunftsort. Und syntaktisch könnten wir annotieren, dass Arbeitskräfte ein Nomen mit Kopffunktion ist und die Nullstelle eine, die syntaktisch lizenziert ist, weil es keine syntaktische Einheit gibt, die die Ortsangabe fordern würde. Ganz analog würde man bei unserem Fressenbeleg verfahren. Hier mit syntaktischer Annotation. Die Details sollen hier nicht von besonderem Interesse sein. Die Arbeitsgruppe Annotation hat die Belegstellen jetzt erfasst und annotiert, so dass sie Frames und Frame-Elementen zugeordnet sind. Hier setzt nun eine letzte Arbeitsgruppe an, die Nachhut. Die Nachhut prüft die Annotationen und stellt sicher, dass die Frames intern konsistent sind und vor allem, ob man den richtigen Allgemeinheitsgrad für die Frame-Definitionen und die semantischen Rollen der Frame-Elemente gewählt hat. Unter Umständen muss hier nachjustiert werden, durch Präzisierungen oder durch Zusammenführungen von Frames oder durch Aufspaltung von Frames in mehrere Frames. Zur Illustration habe ich hier drei Belege mit zwei verschiedenen lexikalischen Elementen, die alle den Frame indigene Herkunft evozieren. Der Zuzug fremder Arbeitskräfte, fremde Fische im Main und doch Angler, Fischer, Waller, Hechte, Barsche und Zander, sie alle werden wohl nicht in der Lage sein, den Bestand des eingewanderten Fremdlings nennenswert zu reduzieren. Damit will ich nur andeuten, worin hier jetzt die Herausforderung besteht, wenn die Nachhut entscheiden muss, ob lexikalische Elemente in verschiedenen Belegen denselben Frame evozieren und ob der Frame und seine Frame-Elemente, das heißt die semantischen Rollen, in der angemessenen Allgemeinheit bzw. Spezifizität formuliert sind. Zu jedem Frame gehört nun neben der Definition und ihren Frame-Elementen gehören dazu auch noch drei andere Sachen. Diese Eigenschaften gehören nicht mehr im engeren Sinne zu den Aufgaben der Nachhut. Sie sind aber erst dann zu realisieren, wenn alle drei Arbeitsgruppen ihre Arbeit getan haben. Und dazu gehören Details und Beispiele zur Annotation. Als Teil dieses Schritts gibt es für jedes lexikalische Element einen Lexical Entry Report. Einen solchen sehen Sie hier in tabellarischer Form für das lexikalische Element EAT, also im Rahmen einer Frame-Dokumentation für das Englische. Sie sehen hier für EAT, in welchen syntaktischen Realisierungen die Frame-Elemente im Nahrungsaufnahme-Frame auftreten, und zwar in den annotierten Belegen. Wir sparen uns die Details, wir sehen aber, dass die Ingestibles, also die Nahrung selbst, meistens als eine Objekt-NP auftritt und der Nahrungsaufnehmer meistens als externe NP, das heißt so viel wie Subjekt. Unten bei den peripheren Frame-Elementen sehen wir jede Menge Präpositionalphrasen, die adverbiale Angaben realisieren.
Dieser Tabelle kann man noch eine andere Information entnehmen, nämlich welche grammatischen Muster die Belegstellen für it aufweisen, das heißt, wie die Frame-Elemente zusammen realisiert werden. Wir sehen hier also die syntaktischen Valenzmuster, mit denen it auftritt. Wir finden hier als häufigstes syntaktisches Muster die simple Variante x eats y, die eben auch schon in der letzten Tabelle herausgestochen ist. Ebenfalls gehört zu jedem Frame die wichtige Information, welche verschiedenen lexikalischen Einheiten diesen einen Frame aufrufen. Je mehr lexikalische Einheiten und Frames man dokumentiert hat, desto aufschlussreicher ist diese Information natürlich. Darin wird eine der zentralen Annahmen der Frame-Semantik sichtbar, nämlich die folgende: Wörter, also lexikalische Elemente, die den gleichen Frame evozieren, sind bedeutungsähnlich. Wörter rufen dann den gleichen Frame auf, wenn sie ihre semantischen und auch syntaktischen Leerstellen mit den gleichen semantischen Rollen besetzen. Das sind natürlich die Frame-Elemente. Einige Beispiele für lexikalische Elemente, die den indigene Herkunft-Frame aufrufen, sind hier aufgeführt. Neben fremd sind das beispielsweise autochthon, indigen, einheimisch, ausländisch und natürlich auch die entsprechenden Nomen. Analog für den Nahrungsaufnahme-Frame zu den lexikalischen Elementen, die ihn evozieren, gehören fressen, essen, füttern, Frühstück, mampfen, futtern und viele mehr, auch Nomen wie Futter oder Esstisch. Und zu jedem Frame gehören zuletzt auch noch die Beziehungen, die er zu anderen Frames unterhält. Diese Information ist auch umso aufschlussreicher, je mehr Frames schon dokumentiert sind. Wie die semantischen Rollen bilden die verschiedenen Frame-zu-Frame-Beziehungen eine offene Liste. Manche Beziehungen sind aber sehr häufig und sehr zentral. Als Beispiel für zwei sehr wichtige Beziehungstypen zwischen Frames lassen sich Vererbungsrelationen und die Gebrauchen- oder Benutzen-Relation anführen. Unser Nahrungsaufnahme-Frame erbt zum Beispiel Frame-Elemente von einem anderen Frame, dem Substanzaufnahme-Frame. Ja, Sie können ja auch Sachen rauchen oder spritzen. Er erbt ebenfalls Frame-Elemente von einem Manipulation-Frame. Der Nahrungsaufnahme-Frame enthält die verursachte Bewegung von einem Nahrungsmittel in den Mund oder das Maul. Darin benutzt oder gebraucht dieser Frame einen anderen Frame, den verursachte Bewegung-Frame. Und der Nahrungsaufnahme-Frame wird wiederum gebraucht von einem Nahrungs-Frame. Solche Frame-zu-Frame-Beziehungen muss man nicht suchen. Wenn man die Frames computergestützt dokumentiert und annotiert, dann kann man diese Beziehungen aus dem System extrahieren. Sie haben es sich vielleicht jetzt schon gedacht, zusammengenommen bilden die Frames einer Sprache auf diese Weise ein großes Netzwerk aus Frames, ein FrameNet. Die Beziehungen bestehen zwischen Frames und sind oft auch vermittelt über gemeinsame Frame-Elemente, die FEs und die lexikalischen Elemente, vor allem die lexikalischen Elemente, die LEs. Ich habe mich in der Darstellung bis jetzt mehrmals auf tatsächlich existierende Frames berufen, Nahrungsaufnahme, indigene Herkunft und andere. Diese existieren in dem Sinne, dass es Forschungsprojekte gibt, die Frames dokumentieren. Ins Leben gerufen wurden solche FrameNet-Projekte vom Begründer der linguistischen Frame-Semantik, Charles Fillmore. Er hat auch ein FrameNet fürs Englische initiiert, das Berkeley FrameNet. Sie können unter der angegebenen Adresse hier gern mal durch das Berkeley FrameNet surfen. Es gibt
auch ein im Aufbau befindliches Framenet des Deutschen, das sogar hier in Düsseldorf beheimatet ist und von meinem Kollegen Alexander Ziem geleitet wird. Auch hier können Sie browsen. Die Beispiele, die ich gebracht habe, stammen aus diesen beiden Projekten. Hier sind auch zwei Screenshots aus den genannten Framenets, links aus dem Berkeley Framenet für den Nahrungsaufnahmeframe und rechts aus dem Düsseldorfer Framenet für den Frame Fragmentierung verursachen. Auf dieser Folie finden Sie noch einmal die Bestandteile eines Frames in einem Framenet. Und hier finden Sie noch einmal zusammengefasst die Arbeitsschritte bei der Erschließung von Bedeutungsrahmen für lexikalische Einheiten. Im Rest dieses Videos möchte ich semantiktheoretisch ein wenig aufarbeiten, was wir da gerade gesehen haben. Ich habe bereits gesagt, dass Charles Fillmore der Begründer der linguistischen Frame-Semantik ist. Es gibt andere Frame-Ansätze, vor allem in der Kognitionswissenschaft. Bei diesen Ansätzen geht es kaum überraschend darum, in welcher Form unser gesamtes Wissen organisiert ist. Und dabei hat der Frame-Gedanke große Bedeutung gewonnen. Ich fasse noch einmal die zentrale Grundannahme der Frame-Semantik zusammen, die in unserer Frame-Analyse zur Geltung gekommen ist, nämlich, es ist prinzipiell nicht möglich, lexikalische Bedeutungen vollständig zu erfassen, ohne dabei die übergreifenden Wissensdomänen zu berücksichtigen, in die lexikalische Bedeutungen jeweils eingebettet sind und vor deren Hintergrund sie sich erschließen lassen. Was steckt in dieser Annahme? Zunächst, unser Wissen darüber, was Wörter bedeuten, ist eingebettet in viel größere Wissensdomänen. Dann, sprachliche Bedeutungen sind nicht direkt zugänglich, sondern wir müssen sie erst erschließen. Sprachliche Bedeutungen können also nicht einfach in Wörtern enthalten sein, wie das beispielsweise die anderen semantischen Theorien angenommen haben. Vielmehr sind Wörter, und zwar in den Kontexten, in denen sie konkret auftreten, bloß Zugangspunkte zu großen Wissensbeständen. Wenn Bedeutungen also nicht direkt zugänglich sind, dann stellt sich die Frage, wie sie zu ermitteln sind. Das gelingt nur, indem man Wörter in konkreten Äußerungen erforscht und eine Theorie darüber hat, wie menschliches Wissen organisiert ist, damit die Wörter in den Kontexten es uns ermöglichen, ihre Bedeutung zu konstruieren. Deshalb ist das Ziel der Frame-Semantik die Erfassung der Hintergrundannahmen, mit deren Hilfe wir sprachliche Ausdrücke verstehen, die also konstitutiv für die Bedeutung sind. Die Frame-Semantik ist daher eine interpretative Semantik. Ihr geht es darum, die interpretativen Verfahren der Bedeutungserschließung aufzudecken. Die Frames selbst haben wir kennengelernt als komplexe, leicht schematische Konzepte von Situationen mit funktionalen Leerstellen, die semantischen Rollen, die Frame-Elemente. Und nur relativ zu solchen Frames erhalten einzelne Konzepte, die lexikalischen Einheiten, konkrete Bedeutung. Ich habe das Gleiche auch mehrmals anders formuliert, nämlich dass Wörter Frames aufrufen oder evozieren und dass die Wörter nur relativ zu den Frames konkrete Bedeutungen oder Lesarten erhalten. Und um die Grundidee von FrameNet zu wiederholen, Wörter, die bedeutungsähnlich sind, rufen den gleichen Frame auf. Sie sind Frame-evozierende Elemente, FEEs, das waren zum Beispiel Fressen und Essen, und der Frame besteht aus einem Set an semantischen Rollen, die die Leerstellen der Frame-evozierenden Elemente besetzen können.
Ich möchte gleich noch auf die Frage eingehen, inwiefern in den Frames übergreifende Wissensdomänen angesprochen werden und inwiefern sie nötig sind, damit wir die Bedeutung von lexikalischen Elementen identifizieren können. Zuerst möchte ich aber kurz die Beziehung der Frame-Semantik, wie Sie sie jetzt kennengelernt haben, zu anderen semantischen Ansätzen erläutern. Wenn Sie die begriffssemantische Definition von Fressen anschauen, nach der das die Aufnahme fester Nahrung durch das Tier im Unterschied zum Menschen ist, dann ist das das bekannte Verfahren, etwas durch die Angabe des Genus Proximum und der Differentia Specifica zu definieren. Im Vergleich zur frame-semantischen Behandlung von Fressen ist das schlicht ungenügend. Dieses Verfahren wird abgelehnt. Die Prototypensemantik würde Fressen als Kategorie mit einem Prototypen und besseren und schlechteren Vertretern beschreiben. Das hier wäre ein abgelegeneres Mitglied der Kategorie Fressen wahrscheinlich. Die Frame-Semantik beansprucht auch, Sprachwissen zu beschreiben, wie die Prototypensemantik. Sie übernimmt also prototypensemantische Annahmen, bettet sie allerdings in ein sehr viel umfangreicheres theoretisches Gebäude ein. Sowohl jeder Frame beschreibt eine Kategorie, hier die Nahrungsaufnahme. Diese Kategorie kann schon prototypisch organisiert sein. Von ihr kann es also bessere und schlechtere Vertreter geben. Das gilt für die frame-evozierenden Elemente. Fressen kann in verschiedenen Kontexten typischer oder weniger typisch instanziiert sein, ebenso wie für die Vertreter der Frame-Elemente. Ein Pferd ist wahrscheinlich ein ziemlich prototypischer Vertreter der Kategorie Ingester oder Fresser oder Nahrungsaufnehmer und Futter für Ingestibles, also die Nahrung. Die Merkmalsemantik sieht auch schlecht aus gegenüber der Frame-Semantik. Für die Bedeutung von Fressen würde es genügen, dass das Gefressene fest und der Fresser belebt, aber nicht menschlich ist, und für Essen, dass er menschlich ist. Wir haben gesehen, dass das nicht zutreffend ist. Es gibt komplexe kulturelle Normen und Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit von Essen gesprochen wird, und die es, wenn sie nicht erfüllt sind, erlauben, dass auch in Bezug auf Menschen von Fressen gesprochen wird. So eine Checklistensemantik hier mit binären, notwendigen und hinreichenden Bedingungen wird also ebenfalls abgelehnt. Bei diesem Dude hier würden wir beispielsweise kaum von Essen reden, obwohl er menschlich ist und seine Nahrung fest ist. Wenn man sich aber die Mühe macht, tatsächlich Korpuslinguistik zu betreiben und Belege sammelt, statt nur über die Bedeutung von Wörtern nachzudenken, stellt man fest, dass es zahlreiche Belege gibt, wo im Zusammenhang von Menschen von Fressen gesprochen wird. Und er frisst Regenwürmer, er fraß die halbe Schüssel Zitronencreme vor meinen Augen leer, er fraß wie ein Wilder und fiel wie ein Stein ins Bett. Dieses deduktive Verfahren der Merkmalsemantik wird daher abgelehnt und durch ein induktives Verfahren ersetzt, das in der Korpusanalyse besteht. Was lizenziert in den Belegen hier den Gebrauch der lexikalischen Einheit Fressen? Dass es erstens das Frame-Element was verzehrt wird, Regenwürmer, zweitens das Frame-Element wie viel verzehrt wird, eine halbe Schüssel Zitronencreme, und drittens die Art und Weise des Verzehrs, wie ein Wilder. Um das zu sehen, reicht es meistens nicht bloß introspektiv zu verfahren, man muss sich den tatsächlichen Sprachgebrauch mit korpuslinguistischen Verfahren anschauen. Und hier kommen nun wieder die übergreifenden Wissensdomänen ins Spiel, die involviert sind, wenn wir die Bedeutung von Wörtern ermitteln möchten. Die Wortschatzdomäne der Nahrungsaufnahme ist nur ein Beispiel von unzähligen dafür, wie verschiedene Wissensdomänen in den Bedeutungsrahmen von Wörtern beteiligt sind.
Wenn wir uns fragen, was Frühstück bedeutet, dann ist das wirklich nur zu beantworten, wenn man die Essgewohnheiten innerhalb einer Kultur berücksichtigt. Dazu gehören Schlaf- und Arbeitsrhythmen. Nachtarbeiter frühstücken zum Beispiel abends. Was vegan bedeutet, kann auch niemand verstehen, der nicht weiß, welchen Status Fleischkonsum innerhalb unserer Kultur hat und was jemanden dazu veranlassen könnte, auf den Konsum tierischer Produkte zu verzichten. Die menschliche Nahrungsaufnahme ist über Jahrtausende hinweg kultiviert worden. Man kann essen und fressen, ohne Rekurs auf kulturelles Wissen und Normen überhaupt nicht verstehen, denn Fressen ist gerade das, was außerhalb der Normen liegt. Fressen ist eine durch das Fehlen von Kultur gekennzeichnete Abweichung vom Essen. Und solches kulturelles Wissen und die Kenntnis dieser Normen nennt man auch enzyklopädisches oder Weltwissen. Was wir daraus folgern können, ist, dass Sprache zu verstehen das Ganze unserer Erfahrung anspricht und erfordert und es nicht adäquat ist, wenn man sprachliches Wissen von anderen Arten von Wissen trennt. Und damit sind wir bei den übergreifenden Wissensdomänen, ohne die es nach einer zentralen Annahme der Frame-Semantik nicht möglich sein soll, lexikalische Bedeutungen zu erfassen. Ich möchte das noch etwas vertiefen. Die Frame-Semantik versteht sich nämlich als Teil der kognitiven Semantik. Die kognitive Semantik stellt eine Art dar, Semantik zu betreiben. Was sie kennzeichnet, ist, Bedeutung auf menschliches Wissen zurückzuführen, das kognitiv repräsentiert ist. Damit unterscheidet sie sich von realistischen Semantiken, die Sachverhalte in der Welt oder in möglichen Welten als die Bedeutung von sprachlichen Einheiten begreift, und logischen Semantiken, die anhand der Bedeutungsanalyse überzeitliches und begrifflich Notwendiges ermitteln möchte. Wir können, wie an Essen und Fressen gesehen, lexikalische Bedeutungen also nicht ohne Rekurs auf die übergreifenden Wissensdomänen erfassen, die sich in den Frames niederschlagen. Das Ziel der Frame-Semantik ist deshalb auch, unser verstehensrelevantes Wissen zu identifizieren und zu beschreiben. Und dazu gehört neben dem gerade schon erwähnten Weltwissen auch ein körperbasiertes Wissen, sogenanntes verkörpertes oder embodied Wissen. Der Nahrungsaufnahme-Frame enthält neben unserem kulturellen Wissen über die Nahrungsaufnahme, also das enzyklopädische oder Weltwissen, auch verkörpertes Wissen. Dieses basiert auf unserer biologischen Ausstattung und unserer leiblichen Erfahrung mit der Nahrungsaufnahme, zum Beispiel Hunger zu fühlen und das Stillen von Hunger und deren multimodale Äußerungsformen. Sie äußern sich nämlich gustatorisch und olfaktorisch, also auch im Geruch, aber auch visuell, taktil und auditiv und treten immer wieder auf. Die Nahrungsaufnahme ist von eigenen hormonellen Prozessen begleitet. Es gibt physiologische und motorische Mechanismen, die der Nahrungsaufnahme gewidmet sind. Schlucken, zubeißen, abbeißen, kauen sind, die gehören zu unserer natürlichen Grundausstattung. Sie werden aber auch von Anfang an kulturell überformt, wie man zum Beispiel an Esskonventionen, die sich dann wiederum zwischen Kulturen unterscheiden, leicht sieht. Ein klares und deutliches Konzept von Fressen bzw. Essen kann man deshalb nur unter Berücksichtigung aller dieser Wissensdomänen erreichen. Für unser verkörpertes Wissen ist das Konzept der Bildschemata wichtig. Bildschemata sind sozusagen das Format, in dem unsere verkörperten Erfahrungen repräsentiert sind. Das sind einfache, bildhafte Strukturen, die in unserer verkörperten Erfahrung immer wieder auftauchen. Und sie sind auch unmittelbar bedeutsam für uns, also keine Zeichen, weil diese Form der Erfahrung uns aufgrund der Beschaffenheit unseres Körpers bereits eingebaut ist. Ein Beispiel ist die bildschematische Bedeutung, die im Wort wieder steckt. Die Iteration, die Wiederholung gehört zu solchen grundlegenden Erfahrungskategorien,
die sich schon vor der Sprache manifestieren in unserer Körperlichkeit. Ein Zustand tritt im Lauf der Zeit wiederholt ein, sei das zyklisch wie bei den Jahreszeiten, Mondphasen, dem Tag-Nacht-Rhythmus, dem Hunger-Sättigungszyklus und so weiter oder weniger zyklisch wie beim Stillen. Sie sind kognitiv unterschiedlich anspruchsvoll, weil sie unterschiedlich konkret sind und unterschiedlich große Zeitskalen beinhalten. Sie basieren aber alle auf dem spiralförmigen Verlauf. Wenn wir wieder verstehen, tun wir das auch, aber nicht ausschließlich auf Basis unseres bildschematischen Wissens, etwa in dem Satz, bald ist wieder Weihnachten. Es gibt auch noch ein anderes Bildschema, auf das wir uns bei einer anderen Lesart von wieder stützen. Das ist ein kreisförmiger Verlauf, bei dem ein ursprünglicher Zustand, der zu Ende gegangen ist, erneut hergestellt wird. Ein Beispiel dafür ist der Satz, ich komme gleich wieder zurück. Da passiert nichts mehrmals, sondern das Dasein von Ich wird wiederhergestellt, nachdem es für eine Zeit lang nicht der Fall gewesen ist. Das wäre die restitutive Lesart von wieder. Auch die Basis der verschiedenen Lesarten von fremd bildet ein Bildschema, nämlich die Erfahrung von innen und außen. Relativ zum Selbst ist innen das Vertraute, außen das Fremde. Die Annahmen der kognitiven Semantik lassen sich in 5K-Prinzipien zusammenfassen. Das ist erstens Konventionalität. Das Prinzip besagt, dass sich sprachliche Bedeutungen dann ergeben, wenn in konkreten Verwendungskontexten bestimmte Aspekte der Äußerungsbedeutungen über diesen Kontext hinaus verallgemeinert werden. Das zweite Prinzip ist die Kognitivität. Die Verallgemeinerungen über bestimmte Aspekte einer Äußerungsbedeutung, von denen eben die Rede gewesen ist, die basieren auf dem kognitiven Prozess der Abstraktion. Eine konventionelle Bedeutung kann sich nur herausbilden, wenn wir in der Lage sind, in allen Äußerungskontexten das Gleichbleibende der Bedeutung zu abstrahieren und das Unterschiedliche zu ignorieren. Das Prinzip der Konzeptualität besagt im Wesentlichen, dass sprachliche Bedeutungen die Form von Wissen haben, und zwar im Sinne der Wissensdomänen, von denen eben die Rede gewesen ist. Das Prinzip der Konstruktivität besagt, dass sprachliche Bedeutungen Konstrukte sind, die auf immer wiederkehrenden Kategorisierungen von einzelnen Äußerungen basieren. Das heißt aber auch, dass sie veränderlich sind, sofern die Kategorisierungen sich verändern und die veränderten Kategorisierungen hinreichend häufig werden, so dass sich beispielsweise ein Prototyp verändert. Und zuletzt besagt das Prinzip der Kontextualität, dass die Bedeutungen von sprachlichen Ausdrücken sich nur im Zusammenhang ihrer jeweiligen Gebrauchskontexte genau angeben lassen. Dazu zählt die Konstruktion, in der ein Ausdruck auftaucht, seine Nachbarausdrücke und Faktoren der Kommunikationssituation. Diesen letzten Punkt möchte ich zuletzt nochmal illustrieren, indem ich die konkrete Frage aufgreife, was ein Wort in der Frame-Semantik jetzt eigentlich bedeutet. Wir nehmen noch einmal das Wort wieder. Das Stichwort ist hier semantische Granularität. Damit ist der Grad an Schematizität bzw. Spezifizität der Bedeutung eines Ausdrucks gemeint. In der Frame-Semantik kann man sich die Bedeutung eines Ausdrucks als vierschichtig vorstellen, sodass die unterste Schicht eine sehr schematische Bedeutung für einen Ausdruck bereitstellt und die drei Schichten darüber die Bedeutung jeweils weiter spezifizieren bis hin zur voll spezifizierten Bedeutung. Die unterste und schematischste Bedeutung liefert uns unser bildschematisches Wissen. Spezifischer wird die lexikalische Bedeutung dann durch den Frame, den uns das Wort in einem Beleg evoziert. Noch spezifischer wird die Bedeutung für uns, wenn wir den semantischen Eigenbeitrag des Wortes
innerhalb des Frames berücksichtigen, und am spezifischsten wird die Bedeutung für uns schließlich, wenn wir berücksichtigen, durch welche konkreten Ausdrücke die Frame-Elemente in einem konkreten Beleg besetzt sind. Die bildschematische Bedeutung von wieder oder unter wieder haben wir bereits gesehen. Es gibt zwei verschiedene. Erstens die Restitution einer Eventualität eines Ereignisses und zweitens die zyklische Wiederkehr einer Eventualität. Wieder ist also polysem. Es gibt die iterative und die restitutive Lesart, die sich auch in den beiden Bildschemata schon niederschlagen. In der Frame-Semantik ist es so, dass polyseme Ausdrücke denselben Frame evozieren. Ihre subtilen Bedeutungsunterschiede schlagen sich dann nur in den Spezifikationen von Frame-Elementen nieder. Homonyme Ausdrücke evozieren dagegen auch verschiedene Frames. Die beiden Lesarten evozieren also denselben Frame. Dies ist der Event-Instance-Frame, der als Kern-Frame-Element ein Event-Frame-Element und ein Instance-Frame-Element hat. Das Beispiel ist hier, die letzten drei Male habe ich das getan. Um welchen Event geht's? Den Event habe ich das getan. Und um welche Instanz dieses Events? Um welches Beispiel davon geht's? Um die Male, die ich das getan hat. Mit dem Bildschema im Hintergrund macht der Frame die Bedeutung von wieder etwas konkreter. Welchen Beitrag zur Bedeutung von wieder leisten nun die lexikalischen Elemente selbst? Wenn man sie im Frame betrachtet, schauen wir uns das iterative wieder an. Nehmen wir so etwas wie bald ist wieder Weihnachten. Hier ist es so, dass es ein Event-Type gibt, ein abstraktes Ereignis, das immer wiederkehrt. Und es gibt eine Instanz dieses Types, ein Token, nämlich das nächste Weihnachten. Und es gibt so etwas wie eine Anzahl an Wiederholungen. Die iterative Lesart von wieder im Frame besagt, dass das Token, ein konkretes Weihnachtsvorkommnis, den Type, die Kategorie Weihnachten, mehr als einmal instanziiert. So wie im Beispielsatz, die letzten drei Male habe ich das getan. Es gibt den Ereignis-Type, in dem ich etwas getan hat, und die Instanzierungen, die hier wohl größer 3 betragen. Es gibt aber auch die restitutive Lesart. Welchen Beitrag zur Bedeutung von wieder leistet wieder 2, wenn man es im Frame betrachtet? Denken Sie an Anna ging gestern fort und kommt heute wieder nach Hause zurück. Wir haben einen Event-Type, Anna kommt heute nach Hause zurück, und wir haben genau eine Instanzierung dieses Types, nämlich das Zurückkommen von Anna. Das heißt, das eine Token konstituiert den Type überhaupt erst. Type und Token fallen zusammen. Die Anzahl der Wiederholungen ist 1. Und genau das ist, was wieder 2, das Restitutive, wieder innerhalb dieses Frames ausdrückt. Ohne konkreten Beleg wissen wir jetzt aber noch nicht, was der Ausdruck wieder konkret bedeutet. Es gibt ja ohne Kontext gar keinen Anhaltspunkt dahingehend, ob wir es mit iterativem oder restitutivem wieder zu tun haben und wie es konkret instanziiert ist. Dabei hilft uns also nur die Äußerungsbedeutung, die letzte Schicht, die die Bedeutung spezifiziert. Hier ist ein Äußerungskontext. Invasion der Gundeln, fremde Fische im Main. Seit Jahren breiten sich Schwarzmeergundeln in unseren Gewässern aus. Im Rahmen eines Schutzprogramms werden sie frei im fließenden Rhein wieder ausgesetzt, um ihre Laichplätze im Atlantik erreichen zu können. Anglern und Fischern ist es zur Eindämmung der Gundelinvasion per Fischereigesetz untersagt, gefangene Gundeln wieder in den Fluss zurückzusetzen.
Der Äußerungskontext füllt jetzt die Frame-Elemente konkret aus. Die zugrunde liegenden Verben aussetzen und zurücksetzen implizieren hier Zustände, die wiederhergestellt werden, was nahelegt, dass wir es mit der restitutiven Bedeutung zu tun haben und nicht mit einer iterativen. Event und Instance fallen hier wieder zusammen. Das Aussetzen und das Zurücksetzen finden jeweils nur einmal statt. Das eine Token konstituiert also jeweils den Type. Hier sind die Bedeutungsschichten noch einmal zusammengefasst, die von unten nach oben kontinuierlich die Bedeutung von wieder spezifizieren. Von der bildschematischen Bedeutung über die Spezifikation des Frames, über den Eigenbeitrag des lexikalischen Elements im Frame bis zur Äußerungsbedeutung in einem bestimmten Äußerungskontext. So viel, nämlich genug, war das für heute zur Frame-Semantik. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.